Windstärke 8 im Bruno-Plache-Stadion. Zum 80. Mal heißt es heute Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC. 4000 Zuschauer sind zu Gast im Bruno-Plache. Die Chiva-Jungs mit dem besseren Beginn und mit Rückenwind. 2:1 gewann man bei der Hertha. Die vierte Minute. Das ist Grimm, Ex-Chemnitz. Heinke und am langen Pfosten steht Atilgan. Heinke trifft diesen Ball nur mit der Schulter und am langen Pfosten Atilgan kann den Ball nicht mehr gut verwerten. Erste gute Chance für Leipzig in diesem Spiel. Und wenn sie heute gewinnen, dann ziehen sie vorbei an Chemnitz. Langer Ball auf Sürch. Vorbei an Kampulka. Sürch. Ogbidi. Atilgan. Und wieder Ogbidi. Dominante Anfangsphase von Lok Leipzig. Die achte Minute und schon zwei Chancen in diesem Spiel. Sürch etwas zu ungenau. Und Atilgan und Ogbidi kommen nicht durch. Von Chemnitz kommt wenig. Sprung auf Platz 1, wenn sie heute gewinnen. Die 30. Minute. Brückmann. Ball nicht im Aus. Kürtschicek. Und nochmal Kürtschicek. Jetzt sind die Gäste da. 9 Spiele ist man ungeschlagen. Der Ball von Brückmann war nicht im Aus und Lok mit vereinten Kräften. Dogan noch dran. Anfang Halbzeit 1 Lok die bessere Mannschaft. Jetzt nur noch Himmelblau. Das ist Löwe. Nicht attackiert, Chris Löwe. Eine Minute nach Kürtschicek, jetzt Löwe mit der Chance. Lok zu passiv in dieser Phase. Flatterball von Löwe und Dogan war noch dran, knickt aber bei dieser Szene um und muss ausgewechselt werden. Niklas Müller kommt herein. Die Gäste, DDR-Meister 1967, drücken jetzt. Diesen Titel konnte Lok niemals gewinnen. Dreimal wurden sie Vizemeister. Das ist Berger. Egilseder mit dem Bock und Kürtschicek. 1:0 Chemnitz. Drittes Saisontor. Er kam 2021 von Türkgücü. Dieses Tor war überfällig. Die Leipziger ab der 25. Minute nicht mehr präsent. Stellungsfehler von Egilseder. Kann deshalb nicht mehr richtig klären und Kürtschicek schweißt ein. Stand jetzt Chemnitz Tabellenführer. Und die Himmelblauen legen direkt nach. 30 Sekunden nach Wiederanpfiff. Brückmann wird geschickt. Zündet den Turbo gegen Heinke. Felix Brückmann. Brückmann! Chancen plus Chemnitz. Lok wird sich steigern müssen in Halbzeit 2. Doch in Halbzeit 2 Chemnitz weiter spielbestimmt. Tiffert. Mit derselben Elf wie gegen TB. Das ist Heinke. Verzockt sich hier gegen Brückmann. Kein Foul. Mensa. Und da ist Stagge. Und wieder Kürtschicek. Heinke mit dem Fehler in dieser Szene. Stagge etwas zu zentral. Und Kürtschiceks Schuss geblockt von Grimm. Lok seit Minute 23 ohne Torschuss. Eine Stunde gespielt. Kürtschicek auf Mensa mit der Hacke. An jeder Aktion heute beteiligt. Kürtschicek vor Kahn. Kürtschicek an den Außenpfosten. Aluminium rettet für die Loksche bei Starkregen und heftigen Windböen. Die Jungs aus Leipzig-Probstheider erst eine Niederlage zu Hause. So heimstark ist man. Und jetzt kommen sie. 70. Minute. Pfeffer. Zalewski spielt raus auf Sürch und da ist Atilgan, 1:1 Lok. Osman Atilgan, das Bruno Plache bebt, wundervoll herausgespielt dieser Treffer, Lok kombiniert sich durch, Chemnitz schaut nur zu, Atilgan am Ende gegen 3 und gegen Jakubow. Kompromisslos vom 23-Jährigen wechselte genau heute vor einem Jahr von Rot-Weiß Koblenz zum dreimaligen deutschen Meister.
Drei Minuten später zeigt auch Chemnitz seine Comeback-Qualitäten. Ecke Löwe, Lok klärt halbherzig. Ball landet wieder bei Löwe. Müller verlängert und da ist Paljuka. 2:1 Chemnitz. So stark die Gäste unter Christian Tiffert. Was für ein Spiel. Lok kommt zurück. Paljuka stellt die alte Ordnung sofort wieder her. Viertes Saisontor für den 1,88-Mann. Und Lok erst mit 3 Gegentoren zu Hause. Heute Nummer 4 und 5 gegen den aktuellen Tabellenführer. Und der kann den Sack jetzt zumachen. Berger spielte 5 Jahre für Lok. Kürcicek. Spielt Lok schwindelig und Brückmann mit der Chance. Das wäre es gewesen. Anstatt dessen nochmal Lok. Die 89. Minute. Pfeffer auf Dombrowa. Chemnitz muss jetzt nochmal aufpassen. Der Ball landet bei Wufak. Und in der Mitte steht Jamal Ciane. 2:2. Mit der letzten Aktion im Spiel macht Ciane das Unentschieden klar. Die Lok-Legende trifft Chemnitz ins Herz. Was für ein Comeback. Und wer sonst? Jamal Ciane. CFC kriegt es nicht verteidigt. Ciane schoss 2 Tore gegen Hertha. Macht hier sein 9. Saisontor. Und so gewinnt Lok einen Punkt gegen Chemnitz. Und die verpassen die Tabellenführung.